Sie verbreitet bereits Weihnachtsstimmung, die Augsburger Innenstadt. Und das jetzt mit neuem Pflaster und neuen Plätzen. Die Bauarbeiten in der Fußgängerzone sind für dieses Jahr planmäßig beendet. Die Menschen können die neue Innenstadt bereits genießen und wieder ohne Baustellen shoppen gehen. Und das tun sie auch. Die Menschen sind begeistert davon, wie die neue Augsburger Innenstadt sich präsentiert. Ich stelle es immer fest, wenn ich dann durch die Innenstadt laufe und dann überall Besuchergruppen stehen und erzählen, Mai, ist das schön hier, jetzt müssen wir viel öfter wieder kommen. Und das ist natürlich genau das, was wir ja auch erreichen wollten mit dem Innenstadtumbau. Und das ist einfach ein ganz großes Glücksgefühl, dass die Menschen einfach auch darüber so glücklich sind, wie es jetzt aussieht. Vor allem die Händler freuen sich auch, dass die Zeit der großen Baustellen in der Fußgängerzone jetzt vorbei ist. Was lange währt, wird endlich gut und das ist jetzt weitestgehend der Fall. Wir sind alle froh, dass das, was lange geplant war, endlich umgesetzt wurde, nämlich eine neue Fußgängerzone, um das Oberzentrum Augsburg zum Handelsstandort weiterhin zu machen, zu etablieren und dem Kunden schlicht und einfach eine Aufenthaltsqualität zu bieten, die er erwarten darf und die er sich auch immer gewünscht hat. Nachdem die Baustellen jetzt im Winter weniger werden, ist auch der Weg in die Innenstadt wieder schneller und einfacher und das Parken kein Problem. Die Parkhäuser sind immer besser erreichbar. Wir merken das auch an den Umsätzen. Die sind in der letzten Zeit doch relativ zurückgegangen. Die Leute haben sich daran gewöhnt, an die Strecken, wie sie die Parkhäuser erreichen können. Und wir hoffen, dass ab 15. Dezember alles noch besser ist und attraktiver wird. Als Bonus für die Parkenden gibt es außerdem den Mobilo, der in Parkhäusern und an Parkautomaten wie Bargeld verwendet werden kann. Ein Besuch der Innenstadt lohnt sich also. Ich hoffe natürlich, dass ganz viele Augsburgerinnen und Augsburger, aber vor allem auch das Umland, die Einladung von uns auch entgegennehmen und sagen, ja, wir fahren mal wieder nach Augsburg. Wir wollen uns das anschauen, wie sich die Stadt herausputzt. Und ich glaube, das Weihnachtsgeschäft ist da wirklich die beste Möglichkeit dazu. Der Christkindlesmarkt lädt ein und auch viele andere Attraktionen im gesamten Stadtgebiet zur Weihnachtszeit. Die neu gestaltete Augsburger Innenstadt. Sie ist nach Abschluss der ersten Umbauphase nicht nur zur Weihnachtszeit wieder einen Besuch wert.